Heute Abend will ich überhaupt nicht über mich sprechen, sondern ich will über Sie sprechen. Ich will über Ihren Traum sprechen. Und damit meine ich die großen Träume, die kühnen, die gewagten, die fantasievollen, die Sie einst hatten, die Sie mit 15 Jahren hatten oder mit 18 oder mit 20. Denn was sehe ich ständig? Ich sehe Menschen, die ihre Träume aufgeben. Und es scheint, je älter wir werden, umso eher geben wir unsere Träume auf. Fragen Sie irgendeinen 15-Jährigen. Er weiß genau, dass er als Erwachsener ein tolles Auto haben wird, ein super Haus und einen spitzen Job und einen tollen Lebenspartner. Er wird reich sein und Erfolg haben. Und er wird Astronaut oder Fußballstar oder Rockstar oder was auch immer. Für seine Träume existieren keinerlei Grenzen. Doch was passiert dann irgendwann? Er beendet die Schule und seine Ausbildung, so mit 22 oder 23, und er nimmt einen Job an, den er nicht wirklich will. Es ist nicht sein Traumjob, aber er denkt, für den Moment ist das okay. Dann findet er vielleicht einen anderen Job. Auch das ist nicht sein Traumjob, aber er bekommt ein wenig mehr Geld als vorher. Und dann trifft er jemanden Spezielles und la, 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 la. Und jetzt sind sie schon zu zweit und dann ist ein Baby unterwegs, dann kommt noch ein Baby und plötzlich dreht sich alles um Windeln und Babynahrung und Zahnspangen und all diese Dinge. Und dann auf einmal nimmt er einen Job an, der 400 Kilometer entfernt liegt, weil er da ein paar Tausender mehr im Jahr verdient. Und plötzlich sind wir schon 35 Jahre alt und dann sind wir 45 und dann sind wir 55 und wir vergessen unsere Träume. Darum geht es heute Abend. Das hier ist keine Geschäftspräsentation. Nein, es geht um Ihre Träume. Darum, wie Sie Ihre Träume wiederbeleben können. Sehen Sie, ich liebe Sportwagen. Dafür bin ich bekannt. Jeder weiß, dass ich Autos liebe. Es ist komisch. Ich warte da in meiner Viper an einer roten Ampel und ein Auto stellt sich neben mich, gelenkt von einem Mann. Hinter ihm sitzen zwei oder drei Kinder. Sie kurbeln das Fenster runter und rufen, hey, Mr. Viperman, cooles Auto. Der Motor hat einen tollen Sound. Wenn ich groß bin, hole ich mir auch eine Viper. Das höre ich immer wieder von jungen Leuten. Wenn ich groß bin, hole ich mir eine Viper. Aber der Vater sagt das nicht. Er sitzt einfach da hinter seinem Lenkrad, denn er ist schon groß. Und er glaubt, dass er nie eine Viper haben wird. Er hat einen Minivan. Was ist passiert? Wissen Sie, es ist komisch. Jedes Jahr gibt es da eine Liste mit den beliebtesten Autos. Die sehe ich mir jedes Jahr an, wenn sie rauskommt. Diese Liste zu lesen macht mir Spaß. Ich spreche wirklich mit vielen Kindern und Jugendlichen und alle lieben Autos. Und sie sagen, wenn ich groß bin, will ich eine Corvette, ich will eine Lamborghini, ich will einen Ferrari. Und wenn dann diese Liste der meistverkauften Autos rauskommt, dann steht da VW Polo, Opel Corsa und A3, Ford Focus und Renault Twingo. Das alles sind Autos für Leute, die kein Geld haben. Für Leute, die pleite sind. Sehen Sie? Überall sieht man die VW Polos. Und überall sieht man die Opel Corsas. Und man sieht Ford. Und man sieht Renault. Diese Autos sind für Leute, die pleite sind. Warum stehen in der Liste der meistverkauften Autos auf den ersten Plätzen keine Ferraris und Lamborghinis und Rolls-Royce und Jaguars und Bentleys? Die Leute haben keine Träume mehr. Sie fahren ein praktisches Auto mit bezahlbaren Raten und Platz für Kindersitze hinten. Sie geben sich damit zufrieden. Mit einem kleinen Haus zufrieden, mit einem miesen Job. Sie leben in stiller Verzweiflung, obwohl sie ein Leben voller Freude führen könnten, voller Herausforderungen, Wachstum und Abenteuer.